Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns. Ja, beim letzten Mal haben wir die Königin getroffen und sind nun wieder zurück in der echten Welt. In der Gummizelle, so gesehen, in der Schickjacke. Und Alice torkelt hier schon so herum, als ob sie irgendwie verletzt am Bein ist und sie haben ihr die Haare abrasiert. Da ist auch noch einer. Alter, was war das für ein Kloster? Warum ist da Blut? Wo zur Hölle sind wir hier? Hey! Was ist passiert in der Zeit, dass wir hier gelandet sind? Ruhe bitte! Nein! Ich mache so viel Krach, wie ich will! Das hier sieht mir mehr aus wie ein Foltergerät. Also ein Folterraum. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Alter! Ach du Scheiße. What the... Was ist hier? Alter. Da will ich gar nichts zu sagen. Ein Folterhaus hier. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzend, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Was heißt ja, ich weiß, was weh tut? Ihr sollt den Leuten helfen und die nicht foltern. Alter. Tut mir irgendwie immer mehr leid. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich geb dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Ihr seht beide nicht sehr gesund aus. Nur ein Schnösel, ein Schnörkel, die Katze, für Feline Feldidee. Was für eine Katze? Wo? Ist der Fuchs bei den Täubchen? Schlauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausgezogen? Was? Was? Ich höre Stimmen. Kann sie aber nicht zuordnen. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun.
Was haben die alle vor? Warum hassen die alle Alice so? Warum wollen sie ihr alle so wehtun? Bäh. Oh. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Wir sehen wieder halbwegs normal aus. Ich schätze mal, wir sollen den Laternen folgen. Ansonsten sehe ich hier auch nichts. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Alter. Ach du Scheiße. Das Puppenhaus. Wir starten direkt mit dem neuen Outfit. Hä? Okay. Wir markiert hier gucken. 8 Schnauzen, 17 Erinnerungen, wieder 4 Radularräume, 13 Flaschen. Der Zug muss aufgehalten werden, aber es gibt noch mehr zu tun. Dein Blick verdeckt eine Tragödie, die ganze Wahrheit. Die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen verschließt vor dem, was dich umgibt. Sagt die Königin. Okay, glaub. Ich tue Steckenpferd nochmal eine Stufe erhöhen. Irgendwie immer so seltsam, dass das. Okay, es ist. Sieht es metallend aus. Ja, also ich muss sagen, bisher fand ich das erste, dieses kompletten Schwarz beim Hutmacher und eigentlich das im Königinland am besten vom Design her, von den Outfits her halt. Okay, das hol das herunter. Bringt es mir was hier rumzufahren? An diesen Zahn heran, ja. Ansonsten aber nicht. Naja, was das da ist, aber wir ignorieren es mal. Kuchen! Ganz viel Kuchen! Und die erste Flasche! Thank you.
Da sind wir wieder am Anfang. Also in dem Sinne einmal ein Rundgang. Wow. Muss man hier schnell sein? Scheint so, hä? Warum machst du zweimal hintereinander einen Sprung, obwohl du das nicht sollst? Da schon wieder. Okay, aber geschafft. Ich bin mal gespannt, ob das hier nochmal der größte Mindfuck wird. Das Kapitel hier. Also noch schlimmer als die anderen bisher. Oder nicht. Das sieht mir eigentlich so richtig aus. Warte mal. Geh nochmal kurz zurück. Und guck, was passiert, wenn ich da diese Sprungplattform da nehme. Was geliebte Spielzeuge den Kindern, sind Kinder oft den Erwachsenen. Objekte der Eitelkeit und Projektion, die man irgendwann wegwirft. Oben war also nur für eine Erinnerung, na gut. So, und jetzt nur für ein paar Zähne, das ist mir eigentlich mal egal. Da komme ich doch rüber. Ein kleines Körbchen. Und da hab's da richtig gehört. Dass hier ein Schweinchen war. Das ist aber nur ein Weg hier rüber, okay. Warum auch immer. D. Allein schon, dass das Ganze jetzt mit Puppen zu tun hat. Oder was? Das Ganze nur noch creepier.
Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Bette und... Oh, es hat sogar bedrohliche Augen jetzt. Ein Stück Steak, okay. Und wieder weiter runter. Wo sind wir jetzt hier? Es tauchen schon wieder Gegner auf. Meist enttäuscht. Ich hasse alle fliegenden Gegner dieser Welt. Ihr müsst das erst nicht dran glauben. Lol. Okay. Das ist cool. Au, auch wenn das irgendwie nicht viel Schaden macht, habe ich den Eindruck. Also gegen ihn hier ist das Steckenpferd, glaube ich, irgendwie nicht so die... Was zur Hölle? Labilen sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe. Rein mit euch. Puppenmädchen. Okay. Die ist nackt. Eva, hau die auf den Kopf! Okay, ich glaube, ich habe so ungefähr verstanden, wie die geht. Froschweg. Meine Güte, ey. Na Leute, wisst ihr was?
glaube, wir machen jetzt heute einfach mal einen etwas kürzeren Part, oder? Ja, ich glaube, ein bisschen kürzer können wir heute mal vielleicht machen. Weißt du, es hat halt einfach gespeichert, das ist das Schöne. Und ich weiß nicht, wie lange der nächste Speicherpunkt entfernt ist. Nicht das Ding da oben eigentlich kaputt machen. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, vorne sollen wir lang. Wird da nicht speichern, das gehe ich eigentlich von aus. Warte mal, da geht es auch noch rein. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Okay. Aber wieder nur für eine Erinnerung. Der Froschweg. Na gut, ein Stück können wir vielleicht noch gehen. Vielleicht finden wir noch einen Speicherpunkt. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Ja, schön, dass du das gehört hast. Zinnsoldat. Rette uns. Ja, ich versuche mein Bestes. Okay, hier hat's gespeichert. Hier beenden wir den Part. Das war's mit Alice Madness Returns für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv oder negativ. Bleibt euch überlassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier in diesem Puppenhaus noch weiter herumspielen, bei den ganzen verrückten Puppen, Kinderähnlichen, keine Ahnung was. Naja, wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.